Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video zeige ich euch noch eine andere Art der Schleife und zwar das krasse Gegenteil von der While-Schleife so gesehen. Dazu gehe ich wieder in mein Quiz-Spiel, wie auch immer man es nennen möchte, und möchte das ein bisschen optimieren. Und zwar kann ich für While not auch einfach until schreiben. Das ist von der Ausführung her hinterher nicht an Unterschied. Also until und das, was dahinter steht, wird dann halt so lange ausgeführt, wie es nicht wahr ist. Also wenn hier einmal wahr rauskommt, dann wird sofort ans Ende der Schleife gesprungen. Probieren wir es doch mal aus. Es müsste ja jetzt genauso funktionieren wie das Quiz von einem der letzten Videos. Und wenn ich hier hahaha eingebe oder irgendwas anderes, dann kommt da wieder die Eingabebox. Und wenn ich Notepad eingebe, dann kommt hier wieder die Messagebox richtig. So, das war jetzt ein etwas kürzeres Video und bis zum nächsten Mal.